Hallo, herzlich willkommen zurück zu Drinkling. Wir sind wieder bei Simon Diffords Cocktail Guide aus dem Jahr 2023. Heute mit der Nummer 59, der French 76, der kleine Bruder des French 75. Der French 75, genauso wie der French 76, sind im Prinzip ein Wodka Sour mit einem Schuss Sparkling Wine, sprich Champagner oder sehr gutem Riesling-Sekt. Hintergrund des French 75 ist, dass hier eine Waffe glorifiziert wird, und zwar die 75mm Kanone aus dem Ersten Weltkrieg der Franzosen, die so hoch effizient war und deshalb die französischen Bartender 1915 dazu übergegangen sind, diesen Drink French 75 zu nennen. Der French 76, ein kleiner Bruder des Ganzen, und wir gucken uns jetzt einfach an, wie der zu machen ist, und der ist tatsächlich ziemlich schnell. Und dann legen wir jetzt einfach mal los. Was wir brauchen, ist wie immer ein Gästeglas. Dieses Gästeglas habe ich hier jetzt schon mit Eis gefüllt. Es kühlt also vor. Das passt soweit. Also hier nochmal das Gästeglas zu sehen. An Zutaten brauchen wir, weil in Eingedenk eines Wodka-Sours, Rezept hier, wir brauchen Zitronensaft. Wir brauchen einen Wodka. Ich habe jetzt hier einen Wodka genommen, zu dem ich gleich noch kurz was sage. Und wir brauchen einen klassischen Gomsirup, um später nicht im Shaker beim Auffüllen Champagner. Ihr wisst ja, ne? Shaken mit Bubbles nicht machen. Also hier, Glas schon vorgekühlt. Wir brauchen nachher eine Cocktailkirsche, deshalb steht die schon hier. Wir brauchen als Werkzeug einen Jigger. Und der Shaker hier, der ist untere Teil. Der Shaker ist natürlich auch schon voll mit Eis. Und die Zutaten tun wir per Jigger gleich hier rein. Was wir brauchen in der Reihenfolge, wir brauchen einen Viertelshot oder 7,5 Milliliter. Wir nehmen jetzt einen Zentiliter Zuckersirup. Ist relativ einfach. Das ist auch, ne, 20er Jahre typisch. Da war Zuckersirup noch nicht Zuckersirup, sondern Gomsirup mit ein bisschen Gummi Arabicum drin und Orangenblüte, also ganz zart aromatisiert. Ist dann in der Prohibition verloren gegangen, aber wir sind ja treu. Ein CL Zuckersirup. Dann brauchen wir 1,5 Zentiliter Zitronensaft. Und schließlich 3cl Wodka. Zu dem Wodka noch kurz. Das ist ein Wodka aus der Eifel und der ist tatsächlich fassgereift. Im Rezept steht nicht drin, dass Wodka Wodka sein muss. Über fassgereift steht dann irgendwo drin. Hier sind also so ein paar Aromen aus dem Fass noch zusätzlich mit drin. Ein Shot, also 3cl. Das Ganze shaken wir jetzt ordentlich durch. Also, Zutaten auf die andere Seite. Vorher den Shaker natürlich vom Schmelzwasser befreien. Einmal draufschlagen und ihr wisst jetzt mittlerweile die Kante nicht in Richtung Technik oder Gas. Wir drehen also um und dann shaken, was das Zeug hat. Shaker gefriert so langsam aus und damit sind wir fertig. Strainer da drauf. Und dann so langsam. Haha, Pustekuchen. Erst Eis raus. Und ihr seht, Glas ist jetzt wunderschön vorgekühlt. Einfach da rein. Und das Ganze wird jetzt getoppt mit Sekt und Champagner. Vorher tun wir noch an einem Picker eine Cocktailkirsche rein. Gucken, dass wir direkt eine erwischen. Zack. Toppen das Ganze jetzt mit einem Schaumwein. Vorsichtig gießen, der könnte ziemlich schäumen aufgrund des Zuckers.
Und dann ist er fertig, unser French 76. Ein super, super einfacher Cocktail. Also ein Wodka Sour mit einem Pfiff Champagner. Und natürlich, sieht man jetzt hier nicht, klärt sich aber nachher auf, mit einer Cocktailkirsche. In diesem Sinne, wir probieren mal. Champagner erstmal und dann die Säure. Einfach leicht. Man schmeckt jetzt erstmal nur die Säure und den Schaumwein. Aber der ist gefährlich, weil der Wodka natürlich voll reinkippt. Und der Zucker im Schaumwein beschleunigt die Alkoholaufnahme noch ein bisschen. Also da kriegt man sehr schnell, wenn man den austrinkt, ein Lächeln ins Gesicht. In diesem Sinne, cheers, auf euch, der French 76. Bis bald, euer Jörg.